Wir stehen heute wieder hier vor diesem Hohen Haus des SWR, dem Staatsfunk, sage ich nach wie vor. Denn es gibt keine Teilung, die berichtet nicht neutral und auch nicht objektiv und wahrheitsgemäß. Und das ist eine Schande. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass gestern bundesweit über 50 Mahnwachen vor den Medienhäusern in ganz Deutschland stattgefunden haben. War eine Riesenaktion. Möchte mich schon hier gleich als erstes bedanken beim Jimmy Gerum von ARD Leuchtturm. Servus, ich bin Jimmy von Leuchtturm.de und der Leuchtturm, der hat wirklich eine ganz große historische Vision. Diese Vision, die beginnt damit, dass wir ein Gespräch, einen Dialog mit dem öffentlichen Rundfunk auf Augenhöhe führen wollen. Dieses Gespräch ist der Beginn von allem. Ein runder Tisch. Und am Ende dieser Vision steht eine Welt in Frieden und in Ehrlichkeit, beschützt von der vierten Säule der Gewaltenteilung. Die Leitmedien, angeführt von einer fürsorglichen Mutter namens öffentlicher Rundfunk. Also diese Vision, wie können wir die Wirklichkeit werden lassen? Ja? Der Leuchtturm ist natürlich etwas, das nicht zu uns kommt. Wir haben die Verantwortung hier, dass wir den Weg finden. Und der Leuchtturm, der zeigt uns nur den Weg. Er zeigt uns eigentlich drei Dinge. Das Erste, was er uns zeigen kann, ist das Bewusstsein, dass dieser Multimilliarden-Medienkonzern, dass der uns gehört, dass wir ihn bezahlen und dass er unsere Interessen vertreten muss. Dieses Bewusstsein muss uns klar werden. Wir haben Rechte und er hat Pflichten. Der Rundfunk hat Pflichten. Es gibt den Medienstaatsvertrag, es gibt den Pressekodex, es gibt das Grundgesetz. Wir haben die ganzen Regeln schon geschaffen. Wir müssen sie nur umsetzen, wir müssen sie einfordern. Und das verlangt Bewusstsein. Es verlangt auch das Bewusstsein, dass es unsere eigene Verantwortung ist. Und das Zweite, was uns der Leuchtturm zeigen kann, ist, dass es einen leichten Weg gibt. Es gibt einen legalen Weg, in ein Widerspruchsverfahren zu gehen. Das ist dieser Weg, den wir gefunden haben, um eine große Sammelbewegung zu starten, dass wir alle den Mut finden können und dass es etwas ist, was unser Recht darstellt. Denn es geht ja hier darum, dass wir es mit einer Nichtleistung zu tun haben. Ja? Diese Ausgewogenheit, diese Staatsferne, diese Multipolarität, das ist etwas, was unser Recht ist und was auch schwer zu leisten ist. Das heißt, die Redakteure, die Journalisten, die stehen auch unter Druck. Hier wird von vielen Seiten Einfluss genommen. Ja? Und diese Leistung ist schwer zu erbringen. Aber diese Leistung ist etwas, was wir einfordern können und müssen. Ja, natürlich möchte ich natürlich noch Grußworte loswerden. Ich möchte Mama Grock gratulieren zu seinem brillanten Erfolg diese Woche unter Herrn Draghi. Ich schicke Grüße nach Sri Lanka, nach Holland und überall hin. Das mache ich deshalb, damit ihr seht, wie erfolgreich wir sind. Und wie erfolgreich das ist, was wir seit März, April 2020 bewegt haben. Ich gehe in die Diskussion gar nicht ein, ob wir das in Deutschland losgetreten haben oder nicht, denn es steht für mich einfach fest, dass wir die Ersten waren, die im April 2020 gesagt haben, das ist eine Lüge, die der SWR verbreitet hat. Dann grüße ich, ich denke, das machen wir alle, stellvertretend schicke ich meine Herzensgrüße nach Stammheim. Ich
schicken meine Herzensgrüße nach Afrika, nach Mexiko, nach Ungarn und in alle die Länder, wo die Menschen sitzen, die aufgrund von denen nicht mehr bei uns in Frieden leben können. Und wir stehen hier, damit die alle irgendwann so wieder zurück nach Hause empfangen werden können, und zwar von uns, so wie sich das gehört, wenn man Anstand hat, wenn man der Wahrheit dient und wenn man Arsch in Hause hat. Wir sollten, wenn wir kritisieren, da können nicht die Menschen kritisieren, sondern das, was sie tun. Denn sie gehören zu uns. Wir haben alle der gleiche Herrgott, wir haben alle der gleiche Schöpfung, sie sind alle aus derselben Schöpfung. Deshalb lasst uns die Handlungen kritisieren. Aber an der Stelle kann ich nur eins sagen. Mir hat die Woche jemand wieder eine tolle E-Mail geschrieben, zweizeilig, anonym. Sie, immerhin Sie, und nicht du. Zu mir sagt er, ich kann nur mehr Sie. Also wenn ich sage, keiner Sie zu mir. Sie sind ja ein elender, brutaler Hetzer. Sie werden auch noch Ihre irgendwas, das war dann die Anlehnung an der Michael. Ich meine, ich antworte ja sowas. Nein, dann sage ich ganz klar und deutlich, das wahre Hetzen und das wahre Fremden und das wahre Verschweigen findet dort drin statt. Da findet es statt. Dort wird seit Jahren nicht mehr wahrheitsgemäß berichtet, dort wird seit Jahren gefremd, gelogen, betrogen auf unsere Kosten. Und das muss man klar und deutlich und laut sagen dürfen. Und ich bringe mal ein paar Beispiele, jetzt habe ich da ein Puzzle, das muss ich jetzt irgendwie zusammensetzen. Bei mir hat es damals begonnen, Bei mir hat es damals begonnen, als die kompletten Medien in Deutschland sich zu schade waren, wahrheitsgemäß über den Brief zu berichten, den Magdi an die Frau Merkel geschrieben hat. Da wusste ich, hier läuft was komplett falsch. Weil ich habe an den Tag gedacht, naja, da tritt die Merkel jetzt morgen vor das Mikrofon und dann sagt sie, danke, Herr Magdi, wir werden die Strategie mit Ihnen zusammen besprechen zukünftig. So blöd war ich da. Ne? Ja. Und deshalb sage ich, wir haben mit den Journalisten genau dasselbe Problem wie mit den Politikern. Deshalb vergesst nicht hier sitzt das Problem. Das Problem sind die drei großen Konzerne, die weltweit euren Amerika, euren UK, euren Frankreich etabliert von BlackRock und Vanguard nichts anderes tun, als die Medien von oben nach unten zu kontrollieren. Da drin sitzen wir im Deutschen Bundestag, nur die Marionetten. Wenn man nicht mal sieht, ob es lohnt, sich die Medien überhaupt abzugeben, aufzuhalten, denn die haben ganz anders. Ich habe ein paar Beispiele raus, wo ich sage, ich meine, unsere Politiker, die predigen uns ja jetzt der Verzicht, ne? Verzicht auf Wärme, Essen, vernünftige Preise, auf ein gutes Zusammenleben bei uns. Ich finde es auch toll. Weil gerade die Grünen, also auch diese tonnenmäßige Grünen, die haben ja den Verzicht regelrecht erlebt in ihrem Leben. Verzicht auf Schulbildung, auf Schulabschlüsse und Verzicht auf ehrliche Arbeit. Ich meine, das sind ganz große Vorbilder für alle. Aber auch das sind nur elende Marionetten. Frau Baerbock sitzt im Homeoffice, angetestet, der HBK, und was macht sie dort? WEF-Schulungen, was sonst? Nachjustieren, was morgen kommt, was übermorgen kommt. Können Sie ja nicht öffentlich machen, können Sie ja nicht nach Davos fahren. Der hat es ja jeden Morgen neu gemacht beim Homeoffice. Ja. Logisch. Ja. Da passt es ja auch gut nach, können Sie Ihre Blumen gießen und rasen. Ja. Da machen Sie wenigstens nichts kaputt. Ja. Ja. Ja, und dann ist es bei den Journalisten heutzutage so, und ich möchte jetzt nicht alle persönlich ansprechen, sondern also alle generell und auch nicht die auf unserer Seite stehen und alle den Martin Rundenberg. Aber bei den Journalisten ist es tatsächlich so, wie bei den Politikern. Da wird was studiert, dann geht man da rein, macht ein Praktikum und dann ist man quasi der Bakti von Deutschland danach. Man kann über Epidemiologie reden, obwohl man in seinem Leben noch nichts anderes gemacht hat, wie eine Kopfweh-Tablette genommen. Und die trauen sich dann seit 2 Jahren in unsere Zeitungen und in unsere Berichterstattungen darüber zu berichten, was da draußen los ist. Und ich sag's mal so, früher, und das sagt uns euer Name, Peter Scholl-Latour, kennt ihr alle, das waren die Zeiten, wo die Journalisten noch wirklich recherchiert haben. Und nicht bloß von irgendwelchen Alpha-Journalisten der gleiche Dreck abgeschrieben. Ich habe es ganz wunderbar erleben dürfen als Newcomer in dieser Szene,
als wir mit dem Bus unterwegs waren und jeden Tag in der Zeitung, die wir hinterlassen haben, der gleiche Scheiß drinstanden ist. Jeden Tag zum Ballwort ordentlich der gleiche Dreck. Da habe ich plötzlich gewusst, jetzt habe ich endlich gewusst, da habe ich meine politische Heimat gefunden. Ja, wusste ich, jetzt bin ich ein Nazi. Die hätten mir echt geholfen. Die hätten mir geholfen bei der Selbstfindung. Da muss man sich eigentlich bei denen bedanken. Und ich sage mal dieses, dass die heute nicht mehr recherchieren, das ist ein echtes Problem. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal eine Martin-Sport-Aufgabe geben, ich glaube, dass jede zweite wechselt, schon war ich jetzt fertig. Beschäftigen Sie sich doch einfach mal mit dem Lebenslauf von Herrn Droschen und mit der Finanzierung von seinen Professorenstühlen. Und dann nehmen wir mal den Dieter gleich noch mit, weil der hat einen ähnlich guten Lebenslauf. Recherchieren einfach mal und bringen dann mal einen ordentlichen Bericht, so wie sich das gehört. Ist nicht schwierig, braucht man 10 Minuten oder so. Beschäftigen euch doch mal mit der WHO und mit der Melinda mit den Geldschließungen und den Finanzströmen. Recherchieren, nicht abschalten. Beschäftigen euch doch einfach mal mit den Zulassungsverfahren in dieser sogenannten Impfstoffe. Nicht abschreiben, recherchieren. Und dann gucken wir gleich, wenn wir schon dabei sind, wie viele Kranke und Tote wir mittlerweile haben. Aufgrund von diesen sogenannten Impfstoffen. Und dann hören auf, nichts zu berichten. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir mal den Klaus Schwab auseinander, nehmen wir mal einen richtig guten Journalist und lesen mal das Buch und redet nicht nur über die ältere Sätze, sondern beschäftigt euch damit, recherchiert, was das bedeutet. Weil hier steht niemand am Platz, der das nicht gemacht hat. Bloß ihr, wenn das macht. Und wenn wir schon dabei sind, dann erkläre doch mal der deutschen Bevölkerung, warum schon im Maskenausweisgesetz 2019 Impfschäden eingetragen wurden. Als Last für das Volk. Erkläre es den Deutschen mal. Oder sag es endlich mal laut und deutlich. Und nicht bloß auf uns immer machen. Und dann würde ich mir wünschen, dass ihr zukünftig auch mal aus anderen Ländern berichtet. Die holländischen Bauern, Sri Lanka, Italien. Ihr berichtet über gar nichts mehr. Ihr lasst es einfach weg. Ich kann euch mal genau sagen, warum. Weil ihr fremdbestimmt seid. Und ich sage euch nachher auch noch, von wem ihr fremdbestimmt seid, ihr sogenannten Journalisten. Und jetzt kommt ein ganz heikles Thema. Anstatt immer nur über die Ukraine und den Putin zu schimpfen oder die blau-gelbe Fahne hochzuschwenken, erklären uns lieber mal, warum wir 2014 was ganz anderes gesagt haben wie 2022. Ja? Und wenn ihr mal wirklich wissen wollt, wie Medien der Zukunft aussehen, dann kommt man raus und redet mit den Kollegen hier. Redet mal mit dem Markus Huck. Wir brauchen nämlich keine zwei Leute, sondern einen 10-sekündigen Film treiben. Wir brauchen ein Handy und ein Gimbal für 100 Euro. Mehr brauchen wir nicht. Ja. Und wenn wir schon bei den Toten oder bei den Kranken waren, vielleicht arbeitet ihr mal den Fall mit der BKK. Recherchiert auf und bringt die Wahrheit ans Tageslicht. Da lässt sich Deutschland freuen und der Vorstand, der dann geschasst worden ist, wird dann endlich mal ordnungsgemäß rehabilitiert. Das war nämlich ein Verbrecher in dem Mann. Und wenn ihr mal ein paar Namen braucht, die wir euch auslassen können, ihr habt es ja bisher nur über Schiffmann, Ballweg und Kona gebracht, nehmen wir doch mal Montgomery und Gates. Nehmen wir doch mal die zwei richtig auseinander, was die so sagen, und gerne mal in euch und recherchieren und gucken, wo die herkommen, wo die ihr Geld verdienen. Und redet das doch einfach mal in einer Sondersendung, in den ARD-Tagesthemen, da lasst ihr den Gates nehmen und den Schwachsinn verzapfen, sondern bringt mal die Wahrheit über die zwei Typen. Und jetzt noch die letzte Antwort noch da drinnen, das kann man da an dem Maskensymbol sehen, dass da drinnen immer noch die Maske getragen wird, was ja wissenschaftlich oder kompletter Schwachsinn ist. Das ist deshalb, weil der ganze Lade fremdbestimmt ist, weil hinter dem Lade nicht nur unsere Politiker hängen, das sind ja auch nur Marionette, sondern die Eliten mit ihrem Kapital, denen es wirklich seit 2009, weil ihr erinnert euch an die Schweinegrippe, da hat es noch anders funktioniert, da war Wolfgang Wodak noch ein angesehener Mann im Deutschen Bundestag, und die Wahrheit gesagt, am nächsten Tag stand es in der Bildzeitung, in der FAZ und überall, und dann war es vorbei. Und das machen die mit. Nicht, weil sie fremdbestimmt sind, weil sie ihre Gehalt, und das ist mein Schlusswort, von Menschen bezahlt bekommen am langen Ende, mit denen ich nicht im Leben Papier trinken will. Und ein Vorderleder und ein Most schon gleich gar nicht. Ist mir noch ein bisschen was eingefallen, was diese Medien an Nichtberichterstattung bringen. Unter anderem unsere Politiker. Die können ja ablassen, was die wollen. Die können kriminell sein mit Maskendeals,
Und was ist jetzt passiert? Die zwei CSU-Politiker, ich glaube, der eine heißt Nüßlein oder keine Ahnung, die sind praktisch freigesprochen worden jetzt. Die müssen nichts zurückzahlen. Ist doch schön, oder? Klappt doch, oder? Im besten Deutschland, was es jemals gegeben hat. Habt ihr mitbekommen von unserer super Verteidigungsministerin, die ihren Sohn mal gleich im Hubschrauber der Bundeswehr mitgenommen hat, in Urlaub oder irgendwo hin? Was passiert? Nichts passiert. Bleibt im Amt, wie immer. Ein Kanzler, kennt ihr ja, ne? Unser Wirecard Kamex, der kann auch machen, was er will. Passiert nichts, der ist hoch gewählt worden zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Interessant, oder? Super. Nichtberichterstattung ist für mich auch. Zuletzt, wir haben es mitbekommen, ihr bestimmt alle, oder? Die Bauernproteste in den Niederlanden. Da gehen die Bauern, weil sie enteignet werden sollen. Die gehen jetzt massenhaft auf die Straßen. Und unsere Bauern in Deutschland schließen sich jetzt so langsam, weil die Mühlen in Deutschland malen immer etwas langsamer, bis sie das begreifen, dass es auch an denen ihre Existenz gehen wird. Und sie sollen vernichtet werden auf den Höfen, weil nur alles von China und sonst woher bezogen werden soll. Das ist die Wahrheit und darüber berichte ich nicht. Ich denke zurück an das Jahr 2020. Schon sehr bald am Anfang sprach Michael Wallweg auf dem Kanzlerverwalten die Wahrheit über unsere Medien aus. Glaube nichts, hinterfrage alles, denke selbst. Ich war damals, wie viele von euch, türkischer Bürger. Aber wir können es seit dem ersten Tag sehen, wie sie die Wahrheit manipulieren. Zahlen werden derart untertrieben. Bei einem völlig überfüllten Wagen wurde damals von mehreren Tausend gesprochen. Als über 1 Million Menschen in Berlin sind, spricht die Presse unisono von 17.000. 4 Wochen später, als Berlin Europa eingeladen hat, von 34.000 Querdenkern, Reichsbürgern, Aluträgern und Impfgegnern. Ein Jahr später, als Robert F. Kennedy Jr. an der Siegessäule vor Hunderttausenden eine bewegte Rede hält, kommt nichts davon in den öffentlichen Medien. Wo wart ihr die ganze Zeit? Habt ihr alle nur auf das Reichstagsschirmchen gewartet? Doch viele von uns waren dabei und wissen, was wirklich geschah. Viele Videos und Bilder sind um die Welt gegangen. Das globale Erwachen ist seither in vollem Gange. Wir brauchen keine Medien mehr, die Unwahrheit berichten oder wesentliche Ereignisse verschweigen. Berichtet endlich über die Wahrheit. Teilt den Menschen mit, dass der Gaspreis im letzten Monat um 40% gesunken ist. Informiert die Menschen dieses Landes darüber, dass Nord Stream 2 sofort in Betrieb gehen kann. Teilt den Menschen mit, dass auf der ganzen Welt Massen an Menschen auf die Straßen gehen und gegen Unrecht ihre Stimme erheben, ja sogar Regierungen schürfen. Und hört endlich auf, der Pharma-Lobby einen Werbeblock zu schenken. Nach der Werbung für die erste und die zweite Impfung, den Booster und den Booster vom Booster, macht ihr weiter Werbung für Impfung gegen Zecken und neuerdings für eine Krebsversorgung für Kinder ab 9 Jahren. Morgen schon wird die Fries- und Freiheitsbewegung wieder zu Tausenden auf den Straßen Münchens und nicht zu überhören sein. Es wäre wünschenswert, dass ihr diesmal neutral und wahrheitsgemäß darüber berichtet. Wenn ihr das nicht macht, werden es die freien Medien weiterhin tun. Und sollte es tatsächlich zu einer Energiekrise in Deutschland kommen, seid ihr die Ersten, die abgeschaltet werden müssen. Und der GZ-Beitrag, wie unsere Nachbarn in Frankreich auch, umgehend abzuschaffen. Die Grünen sagen, wir sollen sparen, wir sollen Energie nicht verbrauchen, wir sollen uns zurückhalten. Und das SWR hat heute hilfreiche Tipps verlauten lassen. Tipps, die eigentlich gar nicht mit der vorher propagierten Corona-Politik zusammenpassen. Bildet Fahrgemeinschaften, haltet euch zu vielen in einem Raum auf, heizt nur einzelne Räume. Solche Dinge. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es in den Herbst geht. Auf der Punkt, die Leute in einer Halle schlafen sollen. Mein Gott, dicht an dicht, in einer Halle.